Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spielzeug. Wir sind jetzt in der dritten Staffel unterwegs und haben uns die ein oder andere, die ein oder andere Spielzeugreihe rausgesucht, die wir euch jetzt vorstellen wollen, wo wir ein bisschen was parat haben. Und ich würde sagen, wir legen mal los, oder? Ja, man sieht es ja hier schon. Ich meine, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Der Sven ist auch viel schlanker geworden. Ja. So wie die Ex-Figur. Mhm. Ich natürlich nicht. Ich trage immer noch die gleichen Hemden, er immer noch die gleichen T-Shirts. Ich glaube, das T-Shirt hattest du auch schon mal in der Hatte ich tatsächlich, Folge aber jetzt passt an. Es. Jetzt passt es wenigstens. Heute passt es, weil es nämlich heute um die Rückkehr der Superpowers geht. Coming from the farthest reaches of the universe to challenge the worst villains on Earth are the most powerful heroes ever in the Battle of the Superpowers Collection. Es ist eine Spielzeugserie, gerade im Oktober 22 rausgekommen von McFarlane Toys, kennen wir alle. Von so geilen Sachen wie in den 90ern die Spawn-Figuren zu den passenden Comics auch von Todd McFarlane, der sich damit ja selbstständig gemacht hat. Aber auch ganz viele andere Geschichten, die sind in den letzten Jahren, haben die sehr viele auch im Bereich DC und Marvel gemacht. Also so ähnlich wie die Black Series von Star Wars gibt es da richtig coole, knapp 18 cm große Figuren oder 16 cm sind sie, glaube ich. Und jetzt in der letzten Zeit haben sie sich auch wieder so ein bisschen auf die Retrowelle gesetzt, weil es ist ja gerade alles wieder in. Alles, was früher mal in war, kommt heute wieder. Man hat also auch eine Batman 66er Serie rausgebracht mit Figuren, auch etwas größer und tollen Playsets und dem Batmobil. Sieht ziemlich cool aus, aber jetzt haben sie sich auf eine der beliebtesten Superhelden-Serien gesetzt, nämlich die Superpowers. Sven, wo kommen die Superpowers eigentlich her? Die Superpowers, also ursprünglich gab es von Mego, die kennen wir ja noch, das waren die Figuren mit den Stoffklamotten quasi, die es früher gab. Mego ging 1982 pleite. Und die hatten damals die Reihe The World's Greatest Superheroes, bei denen auch DC-Charaktere mit bei waren. Schöne Mischung aus allem, aus beiden. Genau, und nachdem 82 Mego dann pleite gegangen ist, hat DC das dann, hat dann angefragt bei, und zwar 1984, bei Kenner. Genau, das war ja damals war es auch noch Kenner ordentlich. Das war die Zeit, da war Kenner noch in aller Munde durch die Star Wars Figuren, die sie ja 78 rausgebracht haben und haben sozusagen die Ära der 10 cm Figuren begründet. Genau, bei den Superpowers sind sie allerdings auf 11,43/12 gegangen. Da haben sie die Figuren also ein bisschen vergrößert. Das lag vermutlich an den Funktionen, die die Figuren hatten. Genau, die hatten nämlich coole Funktionen. Wenn man die Beine der Figuren zusammengedrückt hat, wir blenden es auch gerade mal aus einem alten Spot ein, dann hat jede einzelne der, ich glaube, es waren insgesamt 34 Figuren oder sowas, ungefähr, hatte eine eigene individuelle Funktion. Das heißt, der Superman hat geboxt, ne? Der Arrow, Green Arrow, hat den Bogen hochschnellen lassen. Man konnte auch die Hände zusammendrücken, dann haben manche einen Kung-Fu-Kick gemacht und so weiter. Eigentlich eine geile Geschichte. Du musst dir überlegen, 34 kleine Figuren, jeder hat eine individuelle Funktion. Das ist schon eine kleine Herausforderung. Das finde ich persönlich auch spannend. Da hat die Figur einen gewissen Mehrwert. Allerdings hatte sie auch den Nachteil, dass sie zum Spielen nicht ganz so gut geeignet war, weil natürlich die Funktionen beinhalteten, dass die Arme und auch die Beine immer eine gewisse Form hatten und immer eine gewisse Stellung hatten und die konntest du auch nicht so ohne weiteres verdrehen. Ich mag meine Actionfiguren ja tatsächlich ohne Funktionen, aber gut, das ist, da hat jeder so seine Vorlieben, glaube ich. Ich würde sagen, dann schauen wir doch mal, was wir haben. Wir haben also quasi einen, was ist das, ein Reboot, ein Remake, ein Relaunch. Es ist, ich nenne das mal einfach Retro-Welle, weil, wie gerade schon erwähnt, kommt gerade irgendwie alles irgendwo wieder. Man denke auch nur, bei Mattel kommt gerade das große Playset bei Masters Planet Eternia wieder zurück. Genau. Wohlgemerkt als, wie gesagt, Online-Bestell-Vorab-Bezahl-Funktion, wie nennt man das nochmal? Kickstarter. Genau, als Kickstarter-Projekt. Und was ich eigentlich total albern finde bei Mattel, ist ein Riesenladen. Eigentlich schon, aber das haben sie doch bei der Razer Quest auch so gemacht. Ja, das war aber egal. Das war Hasslab. Achso, das ist aber egal, wir schweifen ab. Genau. Also, wir sind bei den Superpowers. Ganz genau. Haben drei Figuren und zwei, ich wollte gerade sagen Raumschiffe, aber das ist es nicht. Fahrzeuge haben wir da am Start. Ganz genau, die sehen wir hier. Einmal haben wir hier den sozusagen den Batwing und wir haben das Supermobile, was ich ziemlich geil finde. Der Sven findet es ziemlich albern. Man muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, wofür braucht Superman, ganz ehrlich, wofür braucht Superman ein Fahrzeug? Der fliegt doch normalerweise. Oder um die berühmte Star Trek 5-Frage zu zitieren, wofür braucht Gott ein Raumschiff? Ja.
Also wir wissen nicht genau, warum Superman dieses Gefährt braucht mit den Fäusten dran. Ja. Aber gut. Aber es ist ziemlich cool. Nimm dir doch mal deine Kamera auf. Ja. So, und es ist halt, ich finde es insofern ganz cool eigentlich, weil es wirklich mehrere Funktionen hat in einem 30-Euro-Set. Das ist ja heutzutage nicht mehr so gegeben. Also man muss immer mit anderen Serien vergleichen. Du hast einmal, was ich besonders cool finde, ist, wenn du hier vorne auf die Klappe drückst, auf das Symbol drückst, geht die Klappe auf. Finde ich schon mal geil. Ist ein total simpler Schnappmechanismus, aber finde ich eigentlich, ist eine nette Geschichte, nett untergebracht. Und du hast diese beiden Fäuste, die du hier unten durch einen Drehmechanismus, den du hier siehst, kannst du hier im Jam bewegen und dann entsprechende Figuren umhauen. Ne? Also ich finde, ganz ehrlich, es ist von der Situation her, ist es ganz lustig, es ist eigentlich ein Spielteil. Und du hast hier hinten drauf, hast du auch noch, um es hier noch kurz zu zeigen, hast du rechts und links ein sogenanntes Versteck oder ein Gefängnis. So, man sieht es hier nochmal, auf beiden Seiten, da soll man angeblich die Figuren reinpacken können. Ja, also da passen die aber nicht wirklich rein. Muss man mal dazu sagen. Vielleicht hat Superman sie ja vorher so zerhauen und verhauen, dass sie dann da reinpassen. Vielleicht gibt es ja auch noch einen Smallman. Ich habe keine Ahnung. Also die normalen Figuren würden da nicht reinpassen. So, und ihr seht ja hier, das sind die ersten drei Figuren, die rausgekommen sind. Superman, Batman und Darkseid, sozusagen der Bösewicht. Darkseid, sozusagen der Bösewicht. Und der Sven kann ja auch noch mal ganz kurz hier den Batwing zeigen. Den Batwing, den genau. Den persönlich ziemlich cool. Ich versuche herauszufinden, was das für ein Farbton ist. Ich würde sagen lila. Ja, es ist so blau-lila, ne? Also Pflaume. Genau, das ist Pflaume auf jeden Fall. So, hier haben wir dann gleich die gleiche Funktion. Wenn wir also die hier auf das kleinere Bat-Logo drücken, dann geht das Ding auch auf. Ja. Der Thorsten hat mir keine anderen Funktionen gezeigt. Doch hier vorne gibt es noch so... Da kannst du eine Figur mitgreifen. Das ist da, so müssen wir mal, da müssen wir jetzt direkt mal gucken, ob das denn auch funktioniert. Ja. So, da stellen wir jetzt mal hier den Batman hin. Der natürlich jetzt nicht stehen bleibt. Steht aber, also wahrscheinlich ist es mit den Armen zu dick. So. Das ist egal, der bleibt da jetzt stehen. Voll im Bild. So. Wir machen das jetzt so. So. Und dann greife ich mir den und dann fliege ich den durch die Gegend. Ja, ist doch super. Und vielleicht passt der dann auch so halb da rein. Na, das geht doch schon. Naja, tatsächlich. Kann es halt nicht zumachen. Aber es ist halt auch ein Gefangener, der muss dann da durch. Der Umhang hängt ein bisschen über, aber es geht. Ansonsten muss ich sagen, dass ich dieses Set wesentlich netter finde, als jetzt quasi den Superman. Mhm. Was das jetzt tut, weiß ich nicht. Das ist vielleicht... Damit es in die Verpackung passt. Das ist in dann, die Garage. Genau, damit es in die Garage passt, wie die Außenspiegel, die man dann einklappen kann. Ja. Finde ich aber tatsächlich ganz nett gemacht. Wäre dann auch eher was für mich. Ich klaue dir mal den... Genau. Ups, achso, den Umhänger kann man übrigens abmachen. Einen großen Nachteil hat es... Ich zeige es auch noch mal ganz kurz. Die Umhänge sind in der Verpackung mit so einem komischen Plastikpinüppel festgemacht, was dazu führt, dass die Umhänge mittendrin, ihr seht es hier wunderbar in der Nahaufnahme, ein Loch hat. Was die sich dabei gedacht haben? Das, vielleicht muss das so. Was bei den Figuren allerdings auffällt, ich versuche gerade diesen Umhang da wieder dran zu kriegen, was also bei den Figuren auffällt, und vielleicht kann der Thorsten da gleich noch mal... Ja, mache ich gleich. Bereite schon mal was vor. Wir haben also auf jeden Fall Beine, die man artikulieren kann. Das ist soweit alles ganz nett. Die Arme sind auch artikulierbar, aber halt nur oben. Und genau. Deswegen ist man natürlich auch ein bisschen eingeschränkt, in Anführungsstrichen, was die Positionierung angeht. Ich habe mittlerweile nicht mehr so das, ich weiß nicht mehr, macht das Kindern was aus, wenn die da in ihrer Fantasiewelt sind? Nicht wirklich. Ich glaube, das ist für die okay. Ansonsten sehen die Figuren sehr nett aus, kann man nicht meckern. Ja, also ich sag mal so, die Figuren haben 7 Artikulationen oder 7 Gelenke, mehr oder weniger Kopf, Arme und nochmal Beine, jeweils 2 pro Bein, da sind wir bei 7. Das ist schon ein bisschen mehr als bei den alten Star Wars Figuren, die hatten ja nur 5. Ne? Da gab es keine Kniegelenke. Ich habe es hier nochmal zum Vergleich aufgebaut, damit man es hier auch nochmal sieht. Ich fahre es hier auch nochmal näher ran. So, ich halte nochmal ein weißes Blatt dahinter, wenn ich eins habe. Dann kann man das vielleicht noch ein bisschen besser hier in der Kamera sehen, wenn man das jetzt mal hinterhält. Das sind jetzt übrigens, das ist die Originalgröße, 10 cm, wie man sie von Kenner kannte, mehr oder weniger. Das ist jetzt die Superman-Variante, auch aus diesem Jahr
von Spin Master. Da gibt es auch eine Serie mit Batman und DC-Helden, entsprechend auch mit Batcaves und Fahrzeugen. Die haben wesentlich mehr Gelenke. Die haben also wirklich den Kopf gelenkt. Die können die Arme, auch die Kugelgelenke, auch noch in sich verdrehen. Also nicht nur Ellbogengelenk und Schulter, Knie und Hüftgelenk, sondern die können auch die Gelenke in sich nochmal rumdrehen, sodass du die Figuren besser hinstellen kannst. Und das ist jetzt nochmal zum Vergleich hier die aktuelle Superpowers DC-Figur, die natürlich mit 2 cm größer und ein bisschen voluminöser wirkt. Aber, und ich finde, das ist so ein bisschen schade, das sieht man jetzt auch hier nochmal, wenn ich die Kamera nochmal hochhalte, ein Problem haben beide mit dem Umhang. Das sieht man hier also auch nochmal. Ich finde weder die Form des Umhangs bei dem Superman von Superpowers mit der Klemme hinten im Nacken besonders schön, noch die Form des eingebauten Umhangs, der sozusagen von dem gemalten oder bemalten Übergang in den Stoff ist auch nicht schön. Also da gibt es wesentlich bessere Lösungen. So muss man einfach gucken. Aber ich sag mal, das ist Jammern auf hohem Niveau. Das sind halt Spielfiguren für Kinder in der Regel. Ich glaube, die McFarlane-Geschichte trifft eher so Leute wie mich, die so... Und die packen es ja dann in der Regel auch nicht aus und spielen damit. Das ist ja der andere Punkt. Da kann uns ja die Artikulation eigentlich relativ egal sein. Wahrscheinlich die Verpackung nicht verlassen. Bei den meisten nicht. Und hier muss ich aber auch nochmal eine Lanze verbrechen, das habe ich gerade noch vergessen bei der Geschichte. Es gab in den 70ern, vielleicht erinnert ihr euch, auch Anfang der 80er von Corgi Toys ein ähnliches Supermobil in 14 cm Länge, wo man vorne die Arme rausschießen konnte. Und es gab das auch von Corgi Toys in so einer kleinen 6, 7, 8 cm Variante, wie die Matchbox-Autos in der Größe, auf Rollen und mit 2 verchromten Armen vorne rechts und links dran. Und das hatte ich damals und deshalb bin ich wieder sofort auf dieses Ding gekommen, weil ich es einfach, ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich cool finde. Wie gesagt, ist eine reine subjektive Geschichte. Wie gesagt, wofür braucht Superman ein Fahrzeug? Ich mag die Reihe, weil sie so ein bisschen an die 80er erinnert. Wir haben ja auch gar nicht erwähnt gerade, dass sie nur 3 Jahre gelaufen ist, nämlich von, was hatten wir gesagt, von 84 bis 86 sozusagen. Insgesamt 3 Reihen, 34 Figuren, 8 Fahrzeuge, ein Playset. Das war die Hall of Justice, eine der beliebtesten, und nochmal ein kleiner Transportkoffer dazu. Und dann war sie auch wieder weg. Kenner ist dann auch irgendwann Bangkok gegangen. Die sind zu dem Zeitpunkt schon mit Parker Brothers zusammengegangen zu Kenner Parker Toys und später dann 87 von Tonka, du erinnerst dich, diese Blechfahrzeughersteller, aufgekauft worden, und danach ging es auch bergab. Es gab auch keine Star Wars Figuren mehr und dann war es irgendwann vorbei, bis Hasbro den ganzen Kladderadatsch gekauft hat und jetzt wieder nach und nach rausbringt. Und beziehungsweise auch in Lizenz jetzt bei McFarlane Toys die Geschichte läuft. Und ich finde, eine schöne Retro-Geschichte. Auch die Verpackungen und Blisterkarten gefallen mir sehr gut. Man kann es ja auch noch mal kurz zeigen. Man hat hier noch mal auf der Rückseite der Verpackung, hat man hier auch noch mal die ganzen Funktionen aufgeführt. Das ist genau im Style, Look and Style der alten Verpackungen entsprechend auch dargestellt. Wenn ich eins beim Glücksrad gelernt habe, dann das. Ja. So, und es macht Spaß. Wir haben auch noch die alten Hefte aus den 80ern, frühen 80ern hier liegen. Das passt halt vom Look und Feel einfach so dazu. Es könnte auch ein Spielzeug, wenn man sich das hier mal so zusammenlegt, es könnte auch ein Spielzeug aus den 80ern sein. Definitiv. Ja. Mit den Fäusten auf jeden Fall. Deshalb auch kein Licht und Sound und anderer Schnickschnack. Es ist halt wirklich noch reine mechanische Effekte. Und ja, es macht Spaß. Und ich würde sagen, wenn ihr Bock auf sowas habt, guckt einfach mal von den Preisen her. Die Figuren liegen, je nachdem, wo ihr sie bestellt, irgendwo zwischen 12 und 16 Euro im Paket. Und wie gesagt, die Fahrzeuge immer so knapp um die 30 Euro. Wobei ich eigentlich das ein bisschen gemein finde, weil auch vom Material her, die sind beide gleichpreisig, ist ja natürlich das Supermobile schon doch noch ein bisschen mehr Plastik, glaube ich, als das Batwing. Weißt du, woran es liegt? Ich sag dir, die Pflaumenlackierung. Genau, die blaue Lackierung wird es sein, ganz genau. Ja, das ist sozusagen unser Beitrag hier für die Superheldenpflaumen unter euch da draußen. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Aber wie gesagt, guckt mal, wenn ihr Bock drauf habt. Ich fand, es war eine schöne Geschichte, die jetzt gerade rausgekommen ist. Und es wird noch mehr Figuren und noch mehr Fahrzeuge davon geben. Da kommt noch einiges raus. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Da geht es auch wieder um Fahrzeuge. Und zwar um, ich glaube, es geht um einen ganz großen Lego-Klassiker aus dem Weltall, aber mehr würde ich verraten. Okay, dann wünschen wir euch viel Spaß mit unserer Sendung, den nächsten Sendungen, die kommen. Doch. Und ansonsten viel Spaß mit euren eigenen Spielzeugen. Genau, viel Spaß damit und schreibt uns, ob es euch gefällt, wenn wir so weitermachen wie bisher, und ob es andere Ideen gibt, und liked uns, abonniert uns. Nur so haben wir auch die Motivation, auch weiterzumachen.
Oder? Genau. Wir machen ja so weiter, auch wenn keiner zuguckt, Sven. Also alles wie bisher. Bis dann. Tschüss.